was dich auf deinem Weg zu deinem Erfolg wirklich immer noch bremst. Es ist so wichtig, hier mal ein bisschen Klarheit zu schaffen und Klarheit auch zu bekommen, denn wir sind alle auf einem Weg zu einem gewissen Ziel. Und wenn wir an dem Ziel angekommen sind, dann nennen wir es Erfolg. Und wir setzen uns immer höhere Ziele, aber der Antrieb, die Motivation ist eine große Vision. Eine große Vision, was wir hier in die Welt bringen wollen, was wir hier erleben wollen, wie wir selber hier leben wollen, mit was für Menschen, mit was für Orten wir uns umgeben wollen. Das ist unser Grundantrieb, wenn wir ein Business haben und wenn wir ein Leben haben. Wir wollen, dass beides erfolgreich ist. Es ist erfolgreich, wenn es dem entspricht, was ich mir vorstelle, wenn es dem entspricht, was ich als Vision für mich mir setze. Und es ist zuerst ganz klein. Zuerst habe ich eine ganz winzige Vision. Da komme ich daher und habe eine Vision und eine Vorstellung. Eine Vision ist nichts anderes wie eine Vorstellung. Ich habe eine Vorstellung, dass mein Leben leicht, lustig, flockig ist. Und dann glaube ich, dass ich dazu, entweder meistens ist es so, ein Business brauche, selbstständig sein will, oder ich kann mir nur vorstellen, dass es über die Selbstständigkeit funktioniert, diese Freiheit, dieses Glück, diese Selbstbestimmtheit auszuleben. Oder ich glaube, ich brauche den richtigen Mann dazu. Oder ich glaube, ich möchte beides haben. Auf jeden Fall habe ich eine Vision von einer Freiheit, von einer finanziellen Freiheit, von einer Freiheit, von einer örtlichen Freiheit, von einer Entscheidungsfreiheit, von einer absoluten Selbstbestimmtheit. Und dann mache ich mich auf die Suche. Dann möchte ich wissen, wie das geht. Dann möchte ich das lernen. Dann wird mir gesagt, okay, du lernst es von Leuten, die das schon geschafft haben. Du lernst es von Leuten, die das schon gemacht haben. Und das, was ich gerade gesagt habe, das trifft für uns alle zu. Das ist der Motivator, das ist das, was wir wollen, das ist das, was wir hier erleben wollen auf diesem Erdboden, in diesem Körper. Wir möchten einfach dieses wunderbare, geile Leben der Extraklasse haben, entweder als Selbstständige, die tatsächlich eine Vorstellung, eine Vision haben, einen Drive haben, hier etwas ins Leben zu bringen. Und darum geht es in diesem Video, weil es wird dir oft gesagt von Leuten, lerne von mir, schau mal, ich arbeite 2-3 Stunden pro Tag, ich habe so ein hohes, großes Einkommen und ich zeige dir, wie du auch dahin kommst, wo ich jetzt bin. Und das ist genau der Punkt, wo ich immer gesagt habe, das spricht mich nicht an. Ich will nicht dahin kommen, wo du jetzt bist. Ich will dahin kommen, wo meine Vision ist. Ich möchte dahin kommen, wo ich sein möchte. Mir ist es völlig egal, lieber Coach, liebe Mentorin, was du für ein Leben führst, was du für ein Lifestyle hast. Ich möchte das meine haben. Ich möchte dahin kommen, wo ich hin möchte. Und ich möchte lernen, wie ich dahin komme. Und das ist die Blockade. Das ist der Stolperstein Nummer 1. Den ich immer wieder sehe, dass Menschen diesem Glaubensmuster folgen, dass der der Experte ist, der da ist, wo ich hinkomme, hin möchte. Aber überleg dir mal, du möchtest Marathon laufen. Willst du jetzt von dem allerbesten Marathonläufer-Sieger weltweit lernen? Oder möchtest du lieber von dem lernen, der das ganze Prinzip durchschaut hat, der weiß, worauf es drauf ankommt, der weiß, wie du ein Marathonläufer wirst, der selber überhaupt keinen Marathon läuft und niemals vielleicht ein Marathon gelaufen ist, weil er für sich selber gar keine Marathons laufen will, sondern weil er für sich selber die Erfüllung findet, anderen Menschen ihre Träume zu ermöglichen. Ein Coach hat andere Träume wie du,
Aber ich bin ein guter Coach, wenn ich deine Träume hernehme und dir zeige, wie du mit deinem Traum eins wirst, wie dein Lebenstraum, dein Business-Traum, wie du den auf deine Art und Weise, so dass es dir entspricht, dass es dir Freude macht, dass es deinen Werten entspricht, dass es deiner Vorstellung entspricht, dass ich dich darin begleite, dass du das leben und erleben kannst, was du möchtest. Und was ich möchte und was ich erleben möchte, ist absolut unabhängig davon. Wichtig für dich ist zu wissen, ich weiß, wie es geht, ich kenne das Prinzip und ich kann dir das Prinzip vermitteln und so auf dich anpassen und dir präsentieren, dass es dir entspricht, dass du Freude dabei hast, dass du dabei wächst, dass deine Persönlichkeit sich dabei entfaltet und dass alle Blockaden und Ängste, die dich davon trennen, dass wir die eliminieren. Ist es nicht das, was dich interessiert? Und warum sage ich dir das? Weil ich es immer wieder sehe, online und offline, dass den Menschen gesagt wird, ich bin dein Experte, weil ich das selber gemacht habe. Aber mich faszinieren nur Experten, die sagen, ich habe meinen eigenen individuellen Prozess gemacht, ich habe daraus das Prinzip extrahiert und ich weiß, wie es geht und wie es für jedermann gehen kann, auf dessen individuelle Art und Weise, angepasst auf diese andere Person, angepasst auf dieses andere auf deine Individualität. Aber es ist ein Prinzip dahinter. Und dieses Prinzip vermittle ich dir und ich gebe dir Übungen, ich gebe dir Ansichten, ich gebe dir Vorgehensweisen, wie du dieses Prinzip für dich anwendest, weil es ist ein energetisches Prinzip. Und Energie ist unabhängig von Ort, Zeit und Form, also auch von Persönlichkeit. Es ist ein absolutes Prinzip und du kannst eine Persönlichkeit sein, wie du möchtest. Du kannst ein menschliches Design, du kannst eine Lebensvorstellung haben, die du möchtest. Aber wir treffen uns alle auf einer Ebene und diese Ebene ist dein Divine Design, deine absolute Perfektion, wo du weißt, dass du fehlerfrei bist, wo du weißt, spürst, dass du absolut richtig und in Ordnung bist und alles haben kannst und bekommen kannst, kreieren kannst, erleben kannst, was du möchtest. Und das finde ich so, so wichtig, dass das hier geteilt und gesprochen wird, besprochen wird. Und der nächste Punkt, der zweite Punkt, was mir so, so wichtig ist, Erfolg kommt nicht über Nacht. Spontanheilung kommt nicht über Nacht. Da sind unsichtbare Prozesse, energetische Prozesse im Hintergrund passiert, die der Mensch möglich gemacht hat, die der Mensch initiiert hat. Da sind energetische Prozesse entstanden, gelaufen, im Hintergrund abgelaufen, die im Mensch, in der unsichtbaren Welt vor sich gegangen sind. Und genau das ist das, was ich teache, was ich coache, was ich mentore. Diese innere Arbeit zu kombinieren mit dem äußeren Verhalten. Und das muss eins sein. Und viele lernen dir ein äußeres Verhalten, wo aber dein innerer Seinszustand noch nicht harmonisch ist, nicht eins ist. Und ich mache dir ein Beispiel. Wenn ich dir sage, du musst sichtbar werden auf Social Media, du musst sichtbar werden, du musst sprechen, du musst dich ausdrücken, du musst dich zeigen. Und dann lerne ich dir, gebe ich dir Aufgaben, wie du dich zeigst. Ich zeige dir, wie du Live-Videos machst. Ich zeige dir all diese technischen Möglichkeiten, die du hast. Und du weißt, wie es geht. Und dann fängst du an, dich zu überwinden, dann fängst du an, es zu machen, dann fängst du an, umzusetzen. Aber ein wichtiger Punkt ist einfach noch nicht erledigt. Dass du die Person bist, von der du weißt,
dass sie sich zeigen soll, weil sie gesehen werden will. Und das ist der größte Teil der Arbeit auf dem Weg zum Erfolg. Dass du für dich erkennst, wie diese Energie aus dir entsteht, wie du die Energie so entstehen lassen kannst, dass hinterher eine Persönlichkeit am Start ist, die sich zeigt, weil sie gesehen werden will und weil sie sich zeigen möchte. Und das ist so wichtig, dass wir diese Dinge offenlegen. Und das sind all diese Prozesse, die die sogenannten Erfolgreichen, die sogenannten Millionäre in sich durchgeführt haben. Und zwar langwierig, hinter dem Vorhang, du hast es nicht gesehen. Und plötzlich sagen sie, ich habe mein Business eröffnet und ein, zwei Jahre später bin ich Millionärin. Und eins kann ich dir sagen, ich habe Menschen studiert, ich habe Energie studiert, ich habe Energetics studiert, weil ich das Prinzip herausfinden wollte, weil es nie für mich stimmig war, es so zu machen wie andere, weil das, was mir andere sagen, was sie getan haben, de facto, wie sie sich verhalten haben, welche Sachen sie getan haben, ist nicht das Matchentscheidende, das ist nicht das, was den Unterschied macht. Das, was den Unterschied macht, ist das, was sie dir nicht erzählen, ist das, was harzig war, ist das, was schwer war, ist das, wo sie dranbleiben mussten, ist das, wo sie gar nicht mal sagen können, wie lang es gedauert hat, weil sie irgendwann mal angefangen haben, diesen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung zu machen. Und diesen Prozess der Persönlichkeitsentwicklung habe ich auch gemacht, aber ich habe nie gewusst, wo ich meine Persönlichkeit hin entwickeln soll. Und erst als ich erkannt habe, dass es darum geht, dass ich meine Persönlichkeit in mein Divine Design entwickle, das rein klar, fehlerfrei, schuldfrei, in absoluter Ordnung, absolut nicht gewertet wird, absolut nicht scheitern kann, weil es in einer energetischen Ausdrucksweise hier jetzt in meinem Körper dasteht für dich, dass ich weiß, es ist liebenswert, dass ich weiß, es ist richtig, dass es weiß, es ist ehrenvoll, es ist absolut ethisch, weil mein Divine Design ist niemals unethisch. Mein Divine Design will niemand manipulieren. Mein Divine Design will niemanden abzocken. Mein Divine Design will dich in dein Divine Design bringen, dir das klar machen, deinem Kopf, dir diese, all die Erklärungen geben über diese Energetics, so dass du damit in deine innere Arbeit gehen kannst und weißt, warum und wohin und nicht mehr irgendwo rumsuchen musst und den besten Ansatz, die beste Methodik, sondern dass du das einzig funktionierende energetische Prinzip kennst, lernst und anwenden kannst. Für dich und in deinem Business, für dich in deinen Beziehungen, zu deinen Kunden, in deinen Liebesbeziehungen, in deinen Freundschaftsbeziehungen, dass du da firm und gesettelt bist und aus dieser Persönlichkeit, die absolut fundiert in sich selbst klar und sicher ist, kannst du die Welt erobern. Mit deinem Business, mit deinen Ideen, mit deinen Projekten, mit deinen Beziehungen, mit deinen Netzwerken. Aber es geht alles von dir aus. Und da diese Sicherheit zu finden in dir und nicht nur dir zu sagen, du musst in dir sicher sein, du musst selbstsicher sein, du musst als Experte auftreten, du musst das und das tun, bringe ich dir bei, wie du das sein kannst, was du wirklich bist und aus dem du heraus die Welt für dich kreierst, die Welt eroberst. Nenn es, wie du es möchtest. Und mein Anliegen ist es wirklich, dich hier aus diesen Mangelkäufen herauszuholen, aus diesen Mangelentschlüssen, weil du glaubst, du brauchst etwas von außen, du brauchst, ich möchte dich rausholen, irgendeinem Mann, irgendeinem Guru, irgendeinem Coach nachzulaufen und den Weg zu suchen, wo du selber
dein bester Coach bist und dann einen Mentor oder andere Coaches auf dem gleichen Niveau zu dir anziehst, mit denen zusammenarbeitest, mit den Menschen, die dir entsprechen, die Welt zu einem grandiosen Platz für dich und für andere machst. Und das ist meine Message, das ist das, was ich weitergeben möchte. Das ist das, was mir das Leben so schwer gemacht hat. All diese Dinge, die ich im Außen gesehen habe, die mir von außen suggeriert worden sind, wie es gehen muss. Und ich versucht habe, diese Wege zu gehen und diese Wege mir nie entsprochen haben. Ich habe ein Anliegen, dir zu sagen, dass es auf deine Art und Weise, so wie es dir entspricht, sowas von erfolgreich sein kann, dein ganzes Leben, dein Business, all deine Beziehungen, wenn du verstehst, wie Divine Design Energetics abläuft, wie du sie einsetzt, wie du damit arbeitest. Und es sind gestern nochmal 3 Frauen in die Ausbildung zum Master of Divine Design Energetics gesprungen, weil sie gespürt haben, dass da mein ganzes Herzblut drin liegt, dass ich auch noch jetzt mindestens einen extra Call zusätzlich gebucht habe, dass es nicht nur 6 Calls sind, sondern jetzt eben 7 Calls. Und dass es zu Ehren meiner Hündin Sea die ganze Geschichte nur 1.500 Euro kostet statt 3.000. Ich kann dich nur nochmal ansprechen und dich daran erinnern und zu sagen, fang dort an, wo dein Erfolg beginnt, und zwar in dir. Dein Erfolg beginnt nicht darin, dass du dich zu einer anderen Persönlichkeit entwickelst, die erfolgreich ist, sondern dein Erfolg beginnt da, dass du die erfolgreiche Persönlichkeit, die all ihre Wünsche, Träume und Visionen schon lebt, aus dir heraus holst, weil du all diese Blockaden, all diese Dinge, all diese Vorstellungen, all diese Ansichten, all diese Überzeugungen, die an dir kleben und dir nicht erlauben, dieses grandiose Divine Design Wesen, als dass du geboren bist, in diese Welt hinauszutragen. Und das ist die Ursache, warum du vielleicht nicht sichtbar bist, warum deine Kunden dich nicht finden, warum dein Traumpartner dich nicht findet, warum du keine Traumbeziehung hast, warum du noch Lösungen suchst. Und all diese Lösungen und all diese Antworten liegen im Divine Design Energetics. Und sie liegen da drin im Verstand, dass du es verstehst und dass aus diesem Verständnis eine Energie in dir entsteht, die genau die Dinge im Außen kreiert und manifestiert, die du dir wünschst. Und das ist ein Weg, das ist ein Weg, das ist kein Quick Fix, das ist nicht von heute auf morgen, weil hier es gilt, diese Harmonie zwischen dem menschlichen Denken und dem Divine Design Denken herzustellen und das, was du dort hergestellt hast, auch in wilden Zeiten, in schweren Zeiten, durch die du hindurchgehst, immer wieder zu halten und die Segel richtig, die Energie richtig zu setzen und sich nicht da drin zu verlieren. Und wenn du dieses Basiswissen hast, kannst du jegliches Business, wo du Mitarbeiter, wo du Zusammenarbeit hast, absolut optimal führen, wo du Kunden hast, die optimalen Beziehungen kreieren. Und das gibt hinterher den Cash. Das gibt den Cash, das gibt die Millionen. Aber du musst die Person sein, die diese Millionen generiert und sie gleichzeitig für sich in Anspruch, sich traut, in Anspruch zu nehmen und zu empfangen. Und das ist das Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist nicht geheim, sondern es ist ein klares Prinzip. Und du musst dich darauf einlassen, nach diesem neuen Prinzip zu arbeiten. Und das kannst du nur, wenn du es grundlegend verstehst. Und das ist mein Angebot. Melde dich heute noch an für den Master of Divine Design Energetics für 1.500 Euro statt 3.000 Euro.
Arbeite die drei Aufzeichnungen nach, komm in die Telegram-Gruppe, sei in den zukünftigen Calls, Hausaufgaben und Übungen dabei. Festige dich in dir und zwar in deinem wahrhaftigen Sein und nicht in einem Sein, das dir eine Welt da draußen suggeriert, wie du sein müsstest, um deinen Erfolg und um deine Visionen zu leben. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir, aber ich lege dir ans Herz. Wir gehen weiter am Sonntag 20 Uhr. Ich lege dir so sehr ans Herz, dass du diese 1500 Euro, das wird die beste Investition sein, die du jemals gemacht hast. Das wird dein Game Changer sein auf dem Weg zu deinem Erfolg, zu deiner Vision, sei es finanziell, sei es beziehungstechnisch, sei es unternehmerisch, sei es eine berufliche Karriere als Angestellte. Du brauchst das immer. Also, happy, happy day und ich hoffe, ich sehe dich dann gleich in der Masterausbildung. Bis dann, ciao!